São Tomé, die Insel im Golf von Guinea vor Äquatorialafrika, war bis 1975 portugiesische Kolonie und wichtiges Kakaoexportland. Nach Jahrzehnten des Stillstands produziert São Tomé heute wieder sehr guten Kakao. São Tomé und Príncipe ist einer der ärmsten Staaten Afrikas. Die GEPA arbeitet auf São Tomé seit 2010 mit der Kakaogenossenschaft Secac Onze zusammen. Ich heiße Stefan Beck. Sim, sou de Guepa. Guepa compra o cacau de Secac Onze. Secac é cooperativa de exportação de cacau de qualidade. Nós temos cerca de 895 membros distribuídos por 17 comunidades. Em cada comunidade tem sua associação, onde eles recebem cacau dos produtores, transformam e enviam aí para o centro da cooperativa. Tá tudo ok. Tua irmã não... Tua mãe tem lote, não deu você que... Não, vamos chamar. Tá vendo? Mas agora eu fiquei tão satisfeito, porque como entrou esse cacau, nós tá melhor. Porque no fim do ano já a gente tá a contar com esse dinheiro. Eu estou muito satisfeito. Por acaso, tá bem. Armário. Um quarto, uma sala. Com três crianças. Preto. Vantagem de cacau, deu televisor, deu rádio. Kakaobauern hier in São Tomé leben in sehr einfachen Verhältnissen. Wir waren schockiert, wie einfach und ärmlich die Leute wohnen. Die Regierung baut jetzt für 10 Familien neue Häuser. Die 10 Familien, die hier leben dürfen, das hat die Gemeinde dann beschlossen, das sind die, die es am meisten benötigen. Mit Unterstützung der GEPA wurde Secac Onze Ende 2013 biozertifiziert. Para mim, produção biológica é uma produção com muito mais qualidade do que a gente tem. Simplesmente trabalhar, limpar as parcelas, tirar os filhos, capinação e controlar a sombra de forma para a gente ter cacau certamente biológico. Bioanbau ist für viele junge Kakaobauern auf São Tomé eine Chance. Viele Ältere waren früher Feldarbeiter, denn der Kakaoanbau war verstaatlicht. Die Landreform in den 90er Jahren machte sie zu Kleinbauern mit eigenem Land. Die Mitglieder von Secac Onze bekommen ihr Geld hier auf São Tomé für frisch geernteten Kakao, nicht für getrocknete Bohnen wie sonst üblich. Also wenn der faire Handel kommt, wandelt sich natürlich nicht gleich die Welt von Schwarz in Rosa. Den Leuten geht es immer noch schlecht, die Lebensumstände sind noch sehr schwierig. Aber es gibt Perspektiven, dass es besser geht. Der Kakaopreis hat sich wesentlich verbessert. Die Leute produzieren mehr, es wird auf Bio umgestellt. Dass das Einkommen der einzelnen Kakaobauern sich in den nächsten Jahren wesentlich erhöhen wird. In den Gemeinden gibt es Grundschulen, die für alle Kinder in den ersten 4 Jahren kostenlos und verpflichtend sind. Der Inselstaat ist laut eigener Aussage frei von Kinderarbeit. Allerdings werden viele ältere Kinder nach der Grundschule in den familieneigenen Pflanzungen mithelfen, denn es gibt noch zu wenige weiterführende Schulen. Secac Onze plant, aus dem Mehrpreis des fairen Handels eine Sekundarschule mit Übernachtungsmöglichkeit zu bauen. In vielen Orten hat sich seit der Kolonialzeit noch nicht viel geändert. Erst allmählich wird die Infrastruktur verbessert. Die Kleinbauern sind jetzt nicht mehr von ausbeuterischen Zwischenhändlern abhängig. Sie können sich jetzt darauf verlassen, dass ihnen Secac Onze ihren Kakao zu einem verlässlichen Preis abnimmt. In den Mitgliedsgemeinden werden die frischen Bohnen zentral weiterverarbeitet. Sie kommen in Holzkisten zum Fermentieren. Dabei entsteht Wärme, Aromastoffe bilden sich. Das ist toller Kakao. Ganz gleichmäßige Bohnen, tolle Fermentation. Sowas habe ich selten gesehen. Dann trocknen sie auf riesigen überdachten Holztischen. Dieser Kakao hat eine super Qualität. Der ist gut fermentiert und langsam getrocknet.
Wir freuen uns, dass die Bauern sehr motiviert sind, für uns weiterhin Kakao sehr guter Qualität zu produzieren und dass Sekak Onze an die GEPA hochwertigen Kakao, der auch fair gehandelt natürlich und dazu auch noch bio ist, liefern kann. GEPA já compra nosso cacau há 3 anos e tem ajudado bastante a cooperativa, mesmo em termos de pré-financiamento. O GEPA está sempre disponível a atender os nossos pedidos. Quando alguém que ajuda, dá apoio à cooperativa, para nós é muito bom.